Christophe Lemaitre die 9,94, die er in Angers erzielte, war eine Windleistung. Er hat selbst gesagt danach auch, ist mir eigentlich ziemlich schnuppel. Hab damit gemerkt, dass ich das laufen kann. 9,92 seine Bestleistung aus dem vergangenen Jahr. Lemaitre auf der Bahn 6, Julian Reuss auf der Bahn 5, Reto Schenkel auf der Bahn 8. Aber wer zieht mit Christophe noch ein ins Finale? Das muss man mal gucken. Lemaitre hat das locker im Griff, das ist überhaupt keine Frage. Der Brite sollte die Chancen haben, jawohl, das ist es. Darius Kutsch, Dritter.